Wir sind hier am Universitätsspital Basel, der Klinik für Orthopädie und Traumatologie. Wir haben derzeit 7 verschiedene Teams, 3 davon sind wissenschaftliche Teams. Des Weiteren haben wir auch interdisziplinäre Teams, wie das Infekt-Team oder das orthogeriatrische Team. Ein wichtiges Merkmal unserer Klinik ist, dass wir die organisatorische Trennung von elektiven und akuten Patienten beibehalten. Was die ärztliche Arbeit betrifft, arbeiten wir aber eng zusammen. Wir haben gemeinsame Rapporte, wir haben Rotationen innerhalb der Teams. In unserem Team, Team Oberrechtsamtät und Team Unterrechtsamtät, haben wir 4 leitende Ärzte, 6 Oberärzte und 6 Assistentärzte. Wir haben ein Pheno, womit wir normale Röntgenbilder aufnehmen können, aber auch 3D-ähnliche Bilder unterwegs während der Operation aufnehmen können. Es gibt uns die Möglichkeiten, die Patienten besser zu versorgen und eine präzisere und bessere Reposition zu erreichen. Zur Behandlung von komplexen Frakturen haben wir die Möglichkeit, einen 3D-Druck von einer Fraktur zu machen. Das ist eine Pylonfraktur, ein Dachdecker, 4 Meter gestürzt. Nun machen wir einen 3D-Druck 1:1 und wir können dann die Strategie ganz präzise und genau festlegen, bevor wir im OP gehen. Was wir im 3D-Print-Lab machen, ist, aus den Computertomographie-Daten ein dreidimensionales Modell des frakturierten Knochen oder der gebrochenen Knochen zu berechnen. Und aus diesen dreidimensionalen Daten kann man dann ein 3D-gedrucktes Modell herstellen. Der Fokus für unser orthogeriatrisches Team ist eindeutig die klinische Tätigkeit, die individuelle Betreuung des geriatrischen Patienten praktisch umzusetzen. Es umfasst zum Beispiel ein Delir-Screening, es umfasst ein Management von Malnutrition, eine standardisierte Osteoporose-Abklärung, ein standardisiertes Schmerzmanagement, die wir speziell für die geriatrischen Patienten definiert haben. Traumatologe und Geriater gehen gemeinsam jeden Tag zum Patienten und beurteilen ihn. Wir haben auch einen kontinuierlichen Patientenpfad implementiert, sodass die Betreuung von hier, der Akutstation, bis in die nahegelegene orthogeriatrische Rehabilitationseinheit gewährleistet ist. Das Team für orthopädische Infektionen konzentriert sich auf alle ambulanten und stationären Patienten, bei denen es zu einer Infektion im Bereich des Bewegungsapparates gekommen ist. Ich brauche bei praktisch allen Patienten die Kombination des Chirurgen und des Infektiologen. In der ambulanten Sprechstunde, da sehen wir die Patienten mindestens zu zweit, meistens zu dritt. Ein Orthopäde, ein Infektiologe und ein plastischer Chirurge. Es ist in der Regel eine operative Therapie vorgeschaltet mit der entstehenden Diagnostik und der Behandlung des Infekts, der Stabilisierung von Knochen oder dem Austausch von Kunstgelenken und im Nachgang dann die Behandlung interdisziplinär mit Antibiotika. In der Forschungsgruppe beschäftigen wir uns mit, wie Zellen sich organisieren können, um Gewebe zu züchten als Implantate für die klinische Translation. Insbesondere im Fokus von Geweben vom Bewegungsapparat, Knochen und Knorpel, um reproduzierbar diese Knorpelzellen zu züchten auf dreidimensionalen Gerüsten, um Gewebe zu generieren, die biochemisch, biomechanisch funktional sind. In unserem großen Nase-zu-Knie-Projekt führen wir aktuell eine multizentrische Studie durch. Wir haben große Hoffnung in diese Therapie für die Zukunft. Erkrankungen am Knie wie fortgeschrittene Arthrose, die wir bis heute nicht gut behandeln können oder wofür man dann ein künstliches Gelenk implantieren müsste, hoffen wir, dass wir das in Zukunft auch regenerativ mit solchen gezüchteten Knorpelkonstrukten behandeln können und damit Patienten auch helfen können. Wir haben bereits 2 Patienten schon mit fortgeschrittener Arthrose als Einzelfälle behandelt und haben hier sehr gute klinische Ergebnisse erzielen können. Vor der Operation war es dann wirklich so schlimm, dass ich wirklich die Treppe hochgekrochen bin. Ich wusste für mich eigentlich in dieser Situation, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren. Man hat mir dann hier in der Nase den Knorpel entnommen, den wir hier reingemacht haben. Seither kann ich problemlos spazieren gehen, also ohne Probleme auch mal eineinhalb Stunden. Ich sage immer, ich habe wie ein zweites Leben bekommen eigentlich. Der Fokus in der Weiterentwicklung unserer Klinik wird sicher auf der Optimierung unserer Behandlungsabläufe liegen. Wir verlegen die
Behandlung, die ambulante und die stationäre Behandlung unserer elektiven, orthopädischen, planbaren Patienten ins Bethesda-Spital. Der Fokus der universitären Orthopädie am Standort Bethesda ist primär das ganze Spektrum der Orthopädie. Das Besondere der Abteilung ist eigentlich, dass wir hier das Beste von zwei Welten anbieten, der Public-Private Partnership. Wir haben einerseits das individuelle Umfeld des Privatspitals für die Patienten, andererseits aber auch die universitäre Orthopädie, die hier einen 24-Stunden-Service bietet, mit der Qualitätssicherung, die man von einem öffentlichen Spital kennt. Die Auftrennung in Elektiv- und Notfallbehandlungsabläufe birgt natürlich ein bisschen die Gefahr der Aufsplitterung der Klinik. Wir sind aber so organisiert, dass die Spezialisierung im Fachlichen erst ab Stufe Kaderarzt stattfindet. Die Assistenten und die Oberärzte sind in einem Rotationssystem organisiert. Wir sind hier eine Universitätsklinik und wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Wir sind überzeugt, dass die Weiterbildung ein Wert an sich ist, nach dem wir uns richten. Und man kann sogar sagen, die Weiterbildung ist eigentlich das, was unsere Klinik zusammenhält.